So, und weiter geht's wieder bei Little Big Workshop und der Bau der Mega-Halle. Also wirklich Mega-Halle. Ende letzte Folge habe ich ja noch gesagt, dass ich hier noch eventuell eine Einbuchtung mache. Ich werde das anders machen. Ich werde hier die Einbuchtung machen. Hier diesen Zwischenraum hier quasi. Dass hier dann später noch eine Tür reinkommt. Oh, hier können wir auch wieder was liefern. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wie sieht es denn aus mit den Kundenbeziehungen? Hier sind wir fertig. Mit Zurella und den Geheimagenten, ja. Den müssen wir quasi noch machen. Das können wir gerne mal reingucken. Das hier ist mit Zurella. Haben wir nicht den Rollermotor schon mal gebaut, ihr habt? Das ist, glaube ich, wenn wir immer hier unterschiedliche Werte haben, ja. Plan 1 war, glaube ich, viel... Warte mal, kann man das hier noch gucken? Das wäre Plan 1 gewesen. Ah. Ist ja dasselbe. Ist ja der Rollermotor, ja. Warte mal, kann man das hier auch nochmal gucken? Einrad. Das ist alles, was wir jemals hatten, ja. Okay. Ich verstehe. Wir müssten quasi nur von der Qualität oder von der Haltbarkeit noch höher kommen. Ich glaube, denn... So wie jetzt zum Beispiel. Könnte ich direkt loslegen, ja? Dann muss ich ja nicht immer neu play. Ja, warum habe ich das nicht vorher gemacht? Okay. So, der Katzenmäscher, der geht ja relativ schnell. Schon bei 23%. Und ich habe jetzt nicht großartig irgendwie nichts vorlaufen lassen. Also zwischen den Folgen, meine ich, ja? Okay. So, wie sieht's denn hier hinten aus? Die Wand wurde schon gezogen. Jetzt muss quasi noch der Fußboden vorgelegt werden. Okay. Wir hatten schon lange kein Level Up mehr. Gerade gesagt, wir hatten schon lange kein... Wir haben 6 Punkte. Erhöht die Arbeitsplatzeffizienz und Geschwindigkeit um 15%. Oder wir holen uns neue Maschinen. Das ist jetzt die Frage. Das kostet auch 5 Punkte. Löhne von Bedienern und Transporteuren um 35% gesenkt, Rekrutierungskosten um 50%. Super Transporteure wären auch eine coole Option. Aber ich glaube, ich würde erstmal hier das hier gerne fertig haben. Erhöhe Aufnahme- und Abladegeschwindigkeit um 40%, Bewegungsgeschwindigkeit der Arbeiter um 10%, ist auch nicht schlecht. Neue Fähigkeit, verschiebe alle Anlieferungen. Ja, das interessiert mich auch nicht. Erfrische und erneuere alle Marktangebote. Aha. Okay, ist bestimmt auch nicht schlecht. Praktikanten und hier hätten wir jetzt die fetten Maschinen, ja? Oder die neuen Maschinen, fortgeschrittene Maschinen. Und hier hätten wir auch fortgeschrittene Maschinen. Das hier würde mich aber auch sehr interessieren. Arbeitsplatzoptimierung. Das nehmen wir. Ja, jetzt müsste eigentlich alles 15% besser laufen. Oder schneller laufen, sagen wir mal so. Ich glaube, das macht sich schon bemerkbar. Oh, wir haben hier einen neuen Gegenstand. Wir haben eine neue Trophäe bekommen. Boss and Bizeps. Nice. Sag mal, was hat denn... Das kriegt der Raum jetzt eigentlich... Nee, der bleibt bei riesiger Raum, ja. Es ist scheißegal, wie viel oder wie groß ich diesen Raum mache. Es bleibt dabei. Alter. Ist das herrlich. Ein Monsterraum. Das ist wirklich ein Monsterraum. Böse. So, jetzt können wir auch, sagen wir mal, so... planen. Jetzt können wir wirklich planen. Wie wir wo was hinstellen. Ich würde schon gerne die anderen Maschinen noch frei haben. Also quasi die beiden Sachen, ja. Das sind, glaube ich, die letzten Sachen, wo wir noch richtig fette Maschinen kriegen. Oder vielleicht auch hier hinten, ich weiß es nicht. Schalte die Klongschmiede. Kunststoff, Spritz, Gieß, Maschine im Laden frei. Ja gut, da kriegen wir auch noch mal seine fette Maschine. Wahrscheinlich sowas, was wir hier gekriegt haben. Aber ich kann jetzt auch nicht... Ja, doch, im Prinzip könnte ich schon so lange warten, ja. Aber gab es nicht sowieso noch eine Maschine, die wir noch nicht hatten? Die hier und die hier. Ja, darum könnten wir uns eigentlich kümmern.
Also sobald jetzt die Halle fertig ist, das wird wohl wahrscheinlich noch die halbe Folge dauern. Darum würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal wieder ein kleines bisschen vorspulen. Ja, wir sehen uns oder wir hören uns gleich wieder. Ja, bis gleich. So, wir stehen jetzt ganz kurz davor, die große, große Halle fertigzustellen. Ja, sie ist fertig! Yay! Alter, was für eine... Was für eine Monsterhalle! Ich würde die gerne mal von außen sehen, aber man sieht halt nur eine Wand. Wie sieht das Dach aus bei dieser Monsterhalle? Das würde mich schon ein kleines bisschen interessieren. So, wir haben jetzt ganz viele Aufträge angenommen. Und zwar aus dem Grund, wir hatten nochmal untätige Bediener gehabt, die wir immer noch haben, ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe jetzt extra nochmal einen Auftrag eingenommen, wo sehr viel Holzarbeiten und Kleberarbeiten vorhanden sein sollten. Ja, wie das Katapult. Warum machen die Leute, wenn die Langeweile haben, nicht das? Weil diese Maschinen sind definitiv frei, wie zum Beispiel die Sägen, weißt du? Darum habe ich es extra auch angenommen, aber naja, gut. So. Wir hatten ja Wappenstube. Ja, die Warmstube, die eigentlich... Sollte eigentlich Warmstube heißen. Ist sich auch egal. Wir haben höheres Eigenkapital, wir haben höheres Einkommen und wir haben auch das höchste, den höchsten Profit pro Stunde aktuell. Das heißt, wir sind die Nummer 1 quasi, ja. Auf diesem Markt, in diesem Spiel, sind wir gerade aktuell Nummer 1. Jetzt heißt es nur noch quasi den Rest freischalten, was es noch freizuschalten gibt. Und, ja. Irgendwann eine... Wie viel können wir? Ich glaube 100, ja. Ich glaube 100 Leute können wir insgesamt freischalten. Warte, das letzte ist 100 Leute, ja. Jetzt können wir ja schon 50. Wir sind jetzt bei 25 und jetzt haben sie noch sehr viel Langeweile. Das heißt, man kann hier noch so krass viel machen. Das ist auf dem Höchststand. 20 Stück liefern, 40.000. Der Preis ist gerade minimal rund. Ich hätte vorher verkaufen sollen. Ja gut, jetzt ist eh egal. Scheiße! Gut, die Katzenmeshs sind fertig. Das sieht noch gar nicht mal so hässlich aus, die kleinen Dinger. Da soll sich jetzt eine Katze reinsetzen und dann kann die quasi das steuern. Ich hätte das gerne mal gesehen. Ich hätte das echt gerne mal gesehen. So, Rollermotor ist auch gleich fertig. Die Minibots sind auch bald fertig. Katapulte werden gerade angefangen, das finde ich gut. So, jetzt können wir wieder sehr viel Geld sparen. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal sehr, sehr viel Platz. Jetzt können wir sehr viel Geld sparen und erstmal diese Halle füllen, oder? Was sagt ihr dazu? Also, ne? Haben wir schon wieder Leute, die Langeweile haben. Das finde ich sehr komisch. So, das können wir liefern. Ich habe hier relativ eng gebaut, ja, so dass man hier auch keinen Export mehr hat, ne? Also, nur einen Export. Gut, ich meine, das ist okay. 45.000, nice. Aber trotzdem.
Was haben wir hier für Aufgaben? Wir haben hier schon wieder einen Minicar-Motor. Okay, den hatten wir bisher noch nicht gehabt. Hier haben wir nochmal einen Rollermotor. Warte mal. Ah, wir müssen hier wieder... teureres Material verwenden. Geht das trotzdem noch nicht? Hä? Oder muss ich jetzt wirklich auf Plan 3 gehen? Ah. Okay, das sind dann wieder, das ist dann wieder eine ganz andere Hausnummer, ja? Können wir mal das machen? Nehmen wir das hier. Okay, okay, okay. Das ist dann wirklich eine ganz andere Hausnummer, ja? Wenn wir andere Arbeitsschritte drin haben. Okay. Goldener. Ist ein goldener Motor. wir erfüllen alles. Ist aber trotzdem relativ klein noch die Aufgabe. So, nehmen wir trotzdem mit. Ja. So, zack. Zack, 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 zack. Hier glaube gerade eh keiner was zu tun. So. Also wir müssen immer jetzt darauf achten, dass wir genügend Aufträge haben, damit die Leute sich halt nicht langweilen, mehr oder weniger, ja? Du hast noch was zu tun, dann machen wir das hier. Und go. Also Aufträge müssen wirklich jetzt mehr als genug immer drin sein. Und dann können wir so langsam, wenn jetzt haben wir 40.000, jetzt können wir langsam planen, neue Maschinen zu kaufen. Wir könnten ja mal hiermit anfangen. Ja, ich glaube, die Halle, das würde schon passen, wenn ich jetzt hier sehr viel Metall mache, ja? Ich weiß nicht, brauchen wir die oft? Jetzt überschneidet sich hier... Okay, aktuell sind wir jetzt schon bei 32.000. Dabei haben wir gerade mal 5 Stück, ja? Wir bräuchten noch mehr Deko. Dekoration. Weißt du, was ich aber mache? Ich packe erstmal die Deko hier alle auf einen Fleck. Diese Deko bringt schon... Hallo? Die Deko bringt schon fast gar nichts mehr, so von den insgesamt Punkten halt her, ja. Wir können auch gerne nochmal hier eine fleischfressende Pflanze reinpacken. Dann haben wir noch 10.000 über. Ich meine, die Bots sind bald fertig. Da fehlt jetzt aber noch das Regal. Es fehlt noch dies, das, Ananas. Doch, komm. Wir stellen das alles mal. Weil... Pass auf, wir haben ja hier den geraden Metallschnitt. Jetzt muss man nochmal ganz kurz gucken. Wo haben wir... jetzt muss ich nochmal gucken, wo wir den... Hier haben wir den geraden Metallschnitt. Haben wir den... Haben wir den geraden Metallschnitt nicht irgendwo auf 100%? Warte mal, jetzt bin ich... Da ist er! Gerader Metallschnitt 100%, ja? Und hier mit der neuen Maschine haben wir den quasi auf 200%. So, das heißt... diese Maschinen könnten schon verkauft werden. Für auch ein kleines Geld, ja? So. Fupp. Fupp. Ja? Jetzt, siehst du, jetzt hätte ich mal gucken. Ah, sehe ich es nicht mehr. Welcher von den Werkbänken hatte den ihr habt? Jetzt muss ich hier alle Werkbänke. Der hier ist das wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Der passt. Gut, dann nehme ich den jetzt hier rüber. Muss ich mal gucken, wo ich den am besten hinstelle. Pass auf, ich stelle den einmal hier hin. Zack. Die Fläche, ja, kann meinetwegen auch rüber. Ja, dann haben wir alles beieinander. Flupp. Jetzt noch das Regal. Regal umbauen. Warte mal, wie wollen wir es am besten machen nachher? Telefon. Ja doch, bin gleich da.
Sommerprodukt, Prototyp, das ist dieser. Ich mag diese Aufträge nicht. Weißt du, da hast du nur einen Tag Zeit. Ich meine, es sind nur Vierer trotzdem. Ich mag diese Aufträge echt nicht. Also wirklich nicht. Kein Stück. So, wie wollen wir es jetzt hier am besten lösen, das Problem? Warte mal, wir stellen den nochmal ganz kurz hier rüber. Ich würde schon gerne zwei Regale haben und diesen Granschnitt. Warte mal, die Fläche ist immer zwei Maschinen breit. Das heißt... Hier. Bewegen. Hallo Regal. Flupp. Na? So, das ist ja noch miteinander verbunden. Das passt also. So, gut. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier noch ein Regal hinpacken. Hallo? So, dann kommt ja noch eine Maschine und dann ist es auch wieder symmetrisch. So, das hier müssen wir noch erweitern. Auf diese Breite. Jawohl. So. Gut. Ein Teil fehlt noch, ja? Ein Teil fehlt noch. Müssen wir nur gucken wegen Geld. Ja, wir können jetzt nicht immer zu krass alles machen. Und der hier müsste quasi noch verschoben werden. Den könnte man eigentlich... Ja, den könnte man hier hinstellen. Ich glaube, dann passt das auch ganz gut, ja? So, Dekoration, das müssen wir auch noch auf jeden Fall machen. Oh, hier sind wir auch schon ganz schön minusch. Warte mal, wir warten mal noch, bis der Minibot durch ist. Wie sehen denn die Dinger aktuell aus? Hier geht der Preis noch relativ gut nach oben. Hier fällt er auch wieder. Und hier ist eh zu Ende, denn, ja? Aber gut, Katapulte brauchen wir eigentlich immer. Wir müssen halt immer nur das hier beachten. Katapulte kann man sich rein theoretisch doch auf Vorrat bauen. Ja, wenn man es ganz genau nimmt. Warum läuft das jetzt schon wieder langsam? Das verstehe ich manchmal nicht. Ich würde nämlich schon gerne jetzt noch die eine Maschine kaufen. Ehrlich gesagt. Aber solange wir nur 11.000 haben, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ach, Mann. Achso, weil ich gerade gesehen habe, der repariert. Ich gucke mal. Hier sieht alles gut aus, ja? Okay, der wird jetzt abgeholt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld es da gibt, aber... bestellen. So, und den... knüpfen wir auch noch, dann ist das fertig. Dann ist die Ecke auch schon wieder fertig. Ja, und dann können wir jetzt quasi in der Richtung wieder anfangen. Mit den nächsten Maschinen quasi. Oder wir wachen erstmal... Ich bin auch an überlegen, ob ich diese Halle hier hinten erstmal leer mache. Oder mehr oder weniger leer mache. Sagen wir mal so, ja. So, 16.000 haben wir. Ist jetzt die Frage, lassen wir es einfach weiterlaufen, so wie es jetzt aktuell ist. Oder schaffen wir das hier sonst nicht mehr? Den Rollermotor. Wie muss man es machen? Ist meistens sowieso falsch. Aber was wir mal gucken können. Wie teuer ist das Ding eigentlich? Ist in der Ladebucht? 5.000. Ich könnte die auch hier hinten quasi reinpacken. Ja gut, das wäre aber, Platzverschwendung, volle Kanne. Weiter rein, wie hier, geht eh nicht. Man sieht es jetzt halt nur doof, ja? Wie viel... Jetzt ist gar kein Platz. Eins. Zwei. Drei. Könnte man machen. Die nächste Ladebucht, die würde ich direkt hier neben packen. So. Jetzt ist halt die Frage, ist hier auch noch drei Platz? Zieh mal hier rüber. Eins, zwei. Ja, diese ist kein Platz mehr. Aber das wäre nicht so dramatisch. Warte mal, das hier kann wieder weg. Hallo? So. Und das hier war eigentlich nur mal zum Gucken, ja, wie viel Platz wir da lassen könnten. Werden wir auch nicht bestellen. Also noch nicht. Ja, das kommt auf jeden Fall noch später. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen für diese Folge erstmal Schluss und machen in der nächsten Folge dann ganz gemütlich und genüsslich weiter. Nicht wahr?
Juti, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein, tschüss!